jemand! Kommt her! Schnell! Schlägt den Herzen auf! Sein Herz schlägt! Zieht ihm die Sachen aus! Wir müssen ihn wärmen! Bringt ihn ins Krankenhaus! Wie lange jetzt schon? 9 Wochen? Ja, Doktor. Wir wissen immer noch nicht, wer er ist. Nein. Seit 9 Wochen hat sich niemand nach ihm erkundigt. Ich kann den Splitter nicht entfernen. Das würde nur alles verschlimmern. Ja, Doktor. Wenn das so ist, muss er in die Nervenklinik. Wir können nichts tun. Sein Hirn ist beschädigt. Ja. Da drin sieht es aus wie Rührei. Ja, Doktor. Wie Rührei. Ich habe schon so lange auf Sie gewartet. Er ist aufgewacht. Woher weißt du das? Vertrau mir, Mutter. Ich weiß es. Ich denke, deine Tochter hat geheimnisvolle Kräfte. Sie ist deine Tochter. Ich habe nur eine Zutat gespendet. Papa! Ich sage es Ihnen noch ein letztes Mal. Ich möchte, dass Sie sofort diese Papiere unterschreiben. Haben wir uns verstanden? Was soll das heißen? Sie stehen unter meiner Obhut. Sie sind nichts weiter als Sklaven, die zum Wohl des Regimes eingesetzt werden müssen. Das sind meine Patienten. Diese Papiere sind in Ordnung. Sie sind General Totenkopf persönlich unterzeichnet. Haben Sie noch Fragen? Unterschreiben Sie! Ja. Ein seltsames Gefühl, gefangen in meinem Körper. Dunkelheit. Ich vergeude Zeit, Jahreszeiten wechseln mit einem Wimpernschlag. Ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren. Sie eilen dahin wie ein Blatt im Wind, aber es wird besser. Eins weiß ich immerhin, ich bin in Polen. Ein Krankenhaus? Nein, eine Nervenklinik. Sie ist die Oberschwester. Das ist ihr Vater, der Nervenarzt. Ihre Mutter, so eine Art Pharmazeutin. Der Laden gehört wohl Ihnen. Manchmal ist Weihnachten, manchmal ein Geburtstag. Und manchmal lässt sich das Regime blicken. Führen Patienten in Handschellen ab, wie im Selbstbedienungsladen. Der Arzt ist jedes Mal außer sich, unterschreibt dann aber doch. Hat wohl keine andere Wahl. Ich bekomme es mit. Gute Menschen, aber machtlos. Ich verdanke Ihnen mein Leben. Mir geht es immer besser. Wegen ihr. Sie heißt Anja. Kümmert sich gut um mich. Um jeden hier. Sie hält den Laden zusammen. Hätte längst heiraten sollen. Aber irgendwie ist das nicht passiert. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Rock Games, zum zweiten Teil von Wolfenstein. Und wir werden jetzt mal schauen, was uns hier erwartet. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Kann ich mein Steak noch aufessen, bevor wir gehen? Kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen! Keinen Moment! Boah! Die Sau! Alter! Unsere Befehle lauten, nicht den Betreuer zu töten. Was machen wir mit der hier? Keine Ahnung. Papa? Bringt sie zu Keller. Das war ganz ruhig. Ganz ruhig. Scheiße. Beweg dich, du kleine Schlampe. Was für ein Arschloch, ey. Dreckiger Schwein. Und ein Arschloch weniger auf der Welt. Wie Wackelpudding. Finger fühlen sich taub an. Die Mutter aller Kopfschmerzen. Sau abgestochen, die Sau, ey. So. Niemand
und sollte auf diese Weise sterben. Alter, die armen Leute. Gabel. Büroklammer. So. Was haben wir hier noch? Nix. Okay. Dann auf in den Kampf mit Messer ins Getöse. So, da ich ja versuche, auf den heimlichen Weg hier durchzukommen, und es gibt auch Fertigkeiten, die man hier freischalten kann. Ich kann sie euch ja mal kurz zeigen. Bei den Vorteilen. Wie ihr seht, ich habe da schon mal was im ersten Teil ein bisschen freigeschalten. Also zum Beispiel Messer werfen und so eine Krütze. Und bei Taktik habe ich so gut wie noch gar nichts freigeschalten. Das werde ich wahrscheinlich dann, wenn ich einen Schalldämpfer mal bekommen sollte, mit einer Handfeuerwaffe mal ein bisschen testen. Werde ich jetzt versuchen, hier einigermaßen leise durchzukommen. Das wird bestimmt nicht so einfach. Weil die alle Maschinengewehre und so haben. Und ich habe sie nicht. Und mit diesen Backflashes ist auch scheiße. Hallo, hör dir mal wieder auf. Ich sehe ja nicht. So, Thomas, das Messer erstmal zurück. Check. Habe ich hier nie noch irgendwo ein Messer rumflacken? Alter, mit eins ist scheiße. Das war in die Weichteile. Ich sehe kein weiteres Messer. Scheiße, da kommt ihr noch. Man müsste sich hier noch so im Schrank verstecken können, diese Scherze. Da ist ein Kommandant. Schnell hier durch. Jawohl, ein Kommandant ausgeschalten. Okay. Müsste so eine Fähigkeit da wie Spotten oder so, dass man die dann durch die Wände sieht. Jawohl, ich habe ein zweites Messer. So. Wo lang? Da sehe ich keinen. Hier sind sie auch alle tot. Hier sehe ich auch nichts. Da ist der Kommandant. So, ich hoffe, dass ich den jetzt erwische. Okay, der ist weg. Verdammt, wo läuft der rum? Ich will dir doch nur ein Messer und so schenken. Also von so ins Körper stecken und... Oh, gerade so. Beim ersten Mal gegen die Wand geschossen. So eine Scheiße. Da schießen Leute, die sich nicht wehren können. So, boah, Alter. Das ist ja ein Massaker hier. Ha, ich kann sogar zwei nehmen. Boah. Cool. Kann ich auch. Ah, okay. Das ist ja cool. Ansonsten sehe ich hier nichts. Scheiß Kommandant, ey. Oh. Ich war früher im Leben Metzger, deswegen sind die Dinger so blutig. So langsam mit durchschleichen, die ist mir noch auf welche Leute treffen hier. Hallo? Ah, guck mal, eine aufgeklebte Schere. Ist ja geil. Nehmer. So, dann müssten wir jetzt hier eigentlich alles erkundet haben. Den habe ich schon erledigt. Gemälde sagt mir nichts. Kriegt mir nicht Milch.
das ist... Ah, okay. Hier geht's dann wahrscheinlich runter und immer weiter. Karte M? Was sind die ganzen Fragezeichen? Okay, muss wahrscheinlich rausfinden. So, schauen wir uns nochmal um, nicht, dass wir ja irgendwo ein Messer vergessen haben. Ey, die haben mir echt alle weggemetzelt, ey. So, da hat noch was geleuchtet. Nehmen wir. So. Hier war ich schon einmal. Was? Echt jetzt? Wann? Schwammbad. So, jetzt versuchen wir das mal zu hacken. Wie war das drücken? Genau. Das sieht einen blöden. Ach da. Na ja, komm. Ja, wunderbar. Da ist er. Rüstungsverbesserung. Drücken Sie J. Ah, okay. Rüstungsverbesserung erhöht den Rüstungswert von aufgesammelten Rüstungen um 10%. Das ist doch nicht schlecht. Dauerhaft im Wert nicht zurückgesetzt. Okay, dann schauen wir mal. So, schauen wir nochmal auf die Karte, ob wir irgendwas vergessen haben. Da vorne ist noch was und dann geht das da irgendwie da runter. Dann schauen wir doch mal. Halt, gehe ich jetzt richtig? Nee, ich muss da lang. Und hier komme ich nirgendwo lang, oder? No! Geht nicht. Also muss ich in diesen komischen Seiteneingang da rein. Ich hoffe, dass ich oben nicht vergessen habe. Das sieht gut aus. So, ich hab... Hatte ich die... Gib mir mal das Messer. Ich habe das eh ein Messer zu werfen. Ich habe gedacht, ich habe zwei. Ficken, Alter. Ha, da leuchtet was an der Wand. Ach, General zeichnet Anstandsleiter aus. Also ich denke mal, der General Totenkopf. Fischer rettet geheimnisvollen Mann. Das wäre wahrscheinlich ich gewesen. Und zwar war das in Warschau am 27. August 1946. Aha. Okay. Ich habe ein schweres Schädel-Hirntrauma. Naja. Okay, das ist jetzt von dem Anstands... von dem Leiter, glaube ich. Ach nee, von der Anstalt. Ah nee, von dem Veranstalter? Hm. Ne, Dr. Olivers war ja der Typ, der da. Der Doktor war. Ich finde die Musik ein bisschen laut, ehrlich gesagt. Ich würde viel gerne mehr die Schritte hören. Von den Gegnern. Okay, da läuft einer rum. Gut zu wissen.
Geiles Teil. Aber schade, dass ich auf leise spielen soll. Oh, geiles Teil, Alter. Och, Menno. Aber das kriege ich nur in doppelläufige Schule. Alter Schwede. So, lass uns mal schnell auf die Karte gucken, wo ich hier rumrenne. Aber da fehlt noch was. Irgendwas habe ich da noch vergessen. Da werden wir dann gleich mal gucken. Vielleicht liegt es noch weiter oben. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt wieder auf der anderen Seite? Jo. Aber weit unten, ne? Kann ich vor uns auch hier durch? Hier war doch die Tür zu, oder? Hm, na egal. Hallo? Gut. Wir sind jetzt hier weiter hochgehe. Weiter hoch geht's nie, wa? Doch. Ich habe ein Enigma-Code-Fragment gefunden. Läuft! Da hat die Olle den Soldaten weggepustet. Finde ich geil. Okay, jetzt muss ich den Typen irgendwie ausschalten und dann den anderen. Krieg mal hin. Also Messer werfen ist geil. Versuchen wir mal den zu killen. Verdammt. Ja, jetzt muss ich doch mal schießen. Sau, und du verstörst meine ganze Statistik. Ist ein Tipp. Okay, hier kann ich dann weitermachen. Gucken wir uns erstmal nochmal schnell um. Nee, dass hier dann 10 Millionen Leute reinkommen. Haben wir hier noch irgendwo was finden, was wir benutzen können. Sieht aber soweit alles clear aus. Haben wir noch. Wir haben noch ein Fragezeichen auf der Karte da. Schauen wir doch mal, was da sein könnte. Upp, und ist gerade aus. Ah. Öffnen auf der anderen Seite. Hm. Ja, man sollte vielleicht schon mal eine andere Waffe dafür nehmen. Warte. Ja, wunderbar. Gibt es hier noch was zu finden? Es war quasi so ein kleines Versteck. Okay, da haben wir einen Brief gefunden. Das müssen wir jetzt noch finden in dem Kapitel, ja. Irgend so eine Gold... Und eine Zeichnung. Und eine Person. Das kostet mir alles noch kein Schaltanfrage, ja. So, gucken wir uns mal um. Nee, das ich den einfach nur übersehen habe gerade. Schauen wir auf die Karte nochmal schnell. Da hinten ist noch was, da ist noch was und da kommen wir dann raus. Okay, dann gehen wir mal gucken. Das ist der Ausgang. Motorschloss. Von Rose. Okay, da können wir nehmen, weil das war schwer. Okay. Hui! Also müssen wir quasi das da nehmen, was der da will. Weil die restlichen Türen sind alle versperrt, da komme ich nicht hin. Ich kann mal gucken, ob hier noch irgendwo was liegt. Nee. Dann drücken. Ich würde gerne mal wissen, was in dem Safe drin ist, ey. Kann man den knacken? Nee, da ist noch Deko. Ja.
So, da muss ich jetzt leider. Okay. Man kann nämlich anscheinend doch nicht immer nachladen. Nehmen wir mal die Knoche. Noch einer irgendwo? Ich sehe dich jetzt. Na. Mit dem kann man schön Einzelschuss machen, ey, das ist so geil. Na. Als gehst du mir auf den Sack, Keule. Der lebt immer noch, was soll denn? Jetzt. So, hätten wir mal Leute weggeholt, ne? Messer in die Hand und los geht's. Achso, hier waren wir ja gerade. Wo sind die gerade hergekommen? Ah ja. Oh. Da muss ich dann wohl doch. Wow, was war denn das? Ich komme in Frieden. Er ist dort drüben. Ah, goldene Kühlerfigur. Lässig. Genau. Ja, du scheiß Teil. Oh, nachladen. Ich glaube, ich gehe ja gerade tierisch drauf. Alter! Schwede, du kennst wirklich jede. So, haben wir die mal alle besiegt. Jetzt tun wir noch schnell wieder aufmunitionieren. Anja, ich werde sie retten. Gibt es das Ding eigentlich mit Einzelschuss? Geiles Gefährt, wa? Gucken wir, was wir noch so haben. Ja, hier kann man richtig aufmunitionieren, das ist ja geil. Von diesem verdammten Ort abhauen. Kann man nicht die auch aufmunitionieren hier? Ja, wunderbar. Tun wir hier noch die aufmunitionieren? Die sind aufmunitioniert anscheinend. Kann ich die Schrotflinte auch aufmunitionieren? Vorläufige Schrott für das geil. Ne, geht nicht. Gut, dann müssen wir soweit alles haben. Und damit haben wir die Anstalt verlassen. Da mache ich hier einen kleinen Break. Und wir schauen mal, wie das hier noch weitergeht mit unserer kleinen süßen Anja, wenn ich sie gerettet habe. Und wenn ich Anja jetzt rette, beende ich auch dieses Level. Das ist auch wirklich der Cut. Wir können ja mal gucken, haben wir alles erreicht. Ja, es sieht super aus. Es ist ein fast perfektes Spiel gewesen. Das haben wir hier irgendwas freigeschaltet? Nee, ne? Ah, doch. Ja, da muss man noch ein bisschen üben, um hier alle Vorteile freizuschalten. Aber Spiel ist ja noch nicht gleich zu Ende. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Kann mir noch ein bisschen umgucken hier, ist aber auch nichts. Gut. Dann werde ich mal das Level wenden und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr guckt euch auch die nächste Folge von mir an. Und das war Wolfenstein The New Order bei Let's Rock Games. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei.